Diese Sendung widmet Ihnen die BIWAG Unternehmensgruppe. Hallo und herzlich willkommen zur Oktoberausgabe von Energy TV, dem Info- und Servicemagazin der BIWAG-Gruppe. Meine Kollegin Silvia Saringer ist in Babypause, deswegen darf ich sie jetzt monatlich durch diese Sendung begleiten. Eingebrochen wird zu jeder Tages- und Nachtzeit. Wie Sie sich und Ihr Hab und Gut vor Einbrechern schützen und diesen auch noch das Leben schwer machen können, das zeigen wir Ihnen jetzt. In den letzten 3 Jahren ist die Zahl der Einbrüche im Burgenland leicht zurückgegangen. Trotzdem sollte jeder Wohnungs- und Hauseigentümer Maßnahmen treffen, um sein Hab und Gut zu schützen. Eingebrochen wird zu jeder Tageszeit, jedoch vor allem während der Dämmerung oder im Schutz der Dunkelheit. Einbrecher machen sich dabei ungesicherte Türen und Fenster zunutze. Gute Sicherheitsmaßnahmen wirken meist abschreckend. Wie schütze ich mich jetzt am besten vor Einbrüchen? Zum einen empfehlen wir verhaltensorientierte Maßnahmen. Das heißt, man sollte dem Täter nicht schon von vorne an zeigen, dass niemand zu Hause ist. Das heißt, man soll danach trachten, dass der Postkasten in der Abwesenheit regelmäßig entsorgt wird. Im Winter, dass der Gehsteig von Schnee geräumt wird. Zum anderen empfehlen wir mechanische Sicherungen. Das wären zum Beispiel Türen und Fenster der Widerstandsklasse 2 bzw. nachträglich angebrachte Sicherungen, die auch guten Schutz bieten. Zu dem einen sollte noch gesagt werden, dass Türen und Fenster ab Widerstandsklasse 2 sowie Alarmanlagen im Burgenland durch Förderungen abgedeckt sind, bis zu 1.000 Euro. Alarmanlagen sollen Einbrecher abschrecken bzw. wenn ein Einbruch erfolgt, diesen melden. Entweder geht der Alarm direkt bei der Polizei ein oder auf das Handy des Wohnungs- oder Hauseigentümers. Es gibt verkabelte Alarmanlagen oder Funksysteme. Welches würden Sie empfehlen für ein Einfamilienhaus? Also wenn das Haus in der Errichtung ist, das heißt sprich Rohbau, also neu errichtet wird, dann würde ich auf jeden Fall eine verkabelte Anlage vorziehen. Der Vorteil ist natürlich, man muss die Batterie nicht tauschen, es sind keine Wartungskosten oder weniger Wartungskosten drauf. Es ist einfach bequemer zum Bedienen. Die Funkanlage ist eine Anlage, die man für Nachrüstungen in jedem Haus installieren kann. Der Vorteil bei der verkabelten Anlage kann man bei der Fensterbestellung natürlich gleich die Kontakte mitbestellen und sieht man natürlich auch nicht mehr. Bei den Funkkontakten ist es so, dass es Aufputzkontakte sind, die anschließend dann installiert werden. Die werden zwar in der Fensterfarbe lackiert, möglichst unscheinbar, aber das Problem ist halt, dass man sieht es immer wieder. Alarmanlagen kosten je nach Größe des Hauses und Anzahl der Fenster und Türen zwischen 1.000 und 3.000 Euro. Beim Kauf sollten Sie darauf achten, dass es sich um eine zertifizierte Anlage handelt. Wenn sich die Einbrecher jetzt nicht abschrecken haben lassen und ich ertappe sie auf frischer Tat, wie verhalte ich mich richtig? Da muss man unterscheiden. Wenn ich mich noch nicht im Objekt befinde, dann sollte ich auf schnellstem Wege 133 den Notruf der Polizei betätigen. Bin ich im Objekt, gilt dasselbe, sofern ich die Möglichkeit habe dazu. Was ich auf keinen Fall anraten kann, ist, den Helden zu spielen. Vermögenswerte können ersetzt werden, die eigene Gesundheit kann selbst die beste Versicherung nicht ersetzen. Wer Sicherungsmaßnahmen trifft, macht Einbrechern definitiv das Leben schwer. Weitere Informationen finden Sie unter der eingeblendeten Internetadresse. Der Herbst verwöhnt uns heuer besonders lang mit spätsommerlichem Wetter, aber der nächste Winter, der kommt bestimmt. Und die kalte Jahreszeit, die ist ideal für eine thermografische Messung. Wer solche durchführt und was zu tun ist, wenn Schwachstellen aufgedeckt werden, das verraten wir Ihnen jetzt.
In der kalten Jahreszeit werden thermografische Messungen durchgeführt, um bei Gebäuden Wärmeverluste aufzuzeigen. Das Prinzip ist einfach. Alle Gegenstände und Materialien senden Wärmestrahlen aus. Eine Wärmebildkamera macht diese Strahlen sichtbar. Die kälteren Bereiche werden auf den Bildern durch Blau- und Grüntöne dargestellt. Die wärmeren Segmente durch Gelb- und Rottöne. Welche Schwachstellen können da aufgedeckt werden? Bei einer thermografischen Messung können Wärmebrücken geortet werden. Es können Wärmeverluste über die gesamte Gebäudehülle entdeckt werden. Es können Energieverluste bei Fenstern und Türen, bei Heizkörpernischen geortet werden. Und bei Innenmessungen können kalte Stellen sichtbar gemacht werden, wo es unter Umständen auch zu Schimmelbildung kommen kann. Das heißt, ich habe diese Messung durchgeführt, ich habe eine Schwachstelle festgestellt. Was tue ich dann? Dann können ganz gezielt die notwendigen Maßnahmen gesetzt werden, zum Beispiel dämmen oder die undichten Stellen abdichten. Damit die Wärmebildkamera die Situation aussagekräftig abbilden kann, muss zwischen dem Gebäudeinneren und dem Außenbereich eine Temperaturdifferenz von mindestens 15 Grad Celsius vorliegen. Weitere Voraussetzungen sind Dunkelheit und stabile Wetterverhältnisse. So eine thermografische Messung, ist das eine einmalige Angelegenheit oder sollte ich die immer wieder wiederholen? Um Wärmeverluste bei einem Gebäude aufzuzeigen, reicht eine einmalige Überprüfung aus. Man kann natürlich bei Sanierungen vor einer Sanierung und nach der Sanierung dann überprüfen, ob wirklich alle Schwachstellen dann auch beseitigt wurden. Wer macht solche Messungen und was kostet so eine Messung? Die BEWAG bietet solche Messungen für ihre Kunden an. Kostet im Paket, beginnt ab 270 Euro. BEWAG Premium-Kunden haben einen Preisvorteil von 10% und man kann davon ausgehen, dass es circa eine Stunde in Anspruch nimmt. Die BEWAG Energieexperten verfügen über langjährige Erfahrungen in diesem Bereich. Zusätzlich wird Interessierten auch ein Sanierpaket geboten, das die Erstellung eines Energieausweises und nach Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen eine Kontrollthermografie zur Qualitätssicherung beinhaltet. Mehr Informationen dazu auf www.bewag.at. BEWAG Premium-Kunden haben es in diesem Herbst besonders gut, denn beim Kauf diverser Elektrogeräte, wie zum Beispiel Computer, Scanner oder Drucker, verdoppelt sich der Wert ihrer Bonuspunkte. Der Arbeitsplatz zu Hause mit PC, Drucker und Co. ist für viele nicht mehr wegzudenken. Aber aufgepasst, oft verbrauchen diese Geräte sehr viel Strom. Befindet sich ein PC im Standby-Modus, ist er nicht wirklich ausgeschaltet. Er verbraucht weiterhin Strom. Daher gilt, schalten Sie Ihren Rechner bei längeren Arbeitspausen aus. Nutzen Sie moderne Flachbildschirme. Sie verbrauchen wesentlich weniger Strom als Röhrenbildschirme. Unterschätzte Stromfresser sind auch die Peripheriegeräte, wie zum Beispiel Drucker, Scanner, Lautsprecherboxen oder Modem. Grundsätzlich gilt, schalten Sie den Drucker nur ein, wenn Sie ihn benötigen. Ist die Arbeit getan, dann am besten auch das Modem und die Lautsprecherboxen vom Netz trennen. Ideal ist ein Mehrfachstecker mit eingebautem Ein-Ausschalter. So vermeiden Sie, dass unbemerkt Strom verbraucht wird. Als BEWAG Premium-Kunde haben Sie es in diesem Herbst beim Kauf von Homeoffice-Geräten doppelt gut. Im Oktober und November verdoppelt sich der Wert Ihrer Bonuspunkte. Kaufen Sie jetzt beispielsweise Computer, Drucker, Scanner und Ihre Bonuspunkte sind beim Einlösen 10 Cent wert.
Weitere Informationen dazu auf www.bewag.at. Eine gute Möglichkeit, um Ihr Heim vor Einbrechern zu schützen, ist eine Alarmanlage. Eine andere Variante, auch etwas billiger, ist ein TV-Simulator. Fake TV ist ein kleines Gerät zur Einbrecherabwehr. Es simuliert die Lichteffekte beim Fernsehen. Die integrierten LEDs füllen den Raum mit Licht und ahmen Szenenwechsel, Auf- und Abblendungen sowie Kameraschwenks nach. Von außen wird der Eindruck vermittelt, als ob jemand im Haus fernsieht. Anders als per Zeitschaltuhr gesteuerte Lampen, deren konstanter Rhythmus leicht zu durchschauen ist, lässt sich Fake TV schwieriger erkennen. Weitere Informationen finden Sie unter der eingeblendeten Internetadresse. Das war's auch schon wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Herbst und viel Energie. Diese Sendung widmete Ihnen die BEWAG Unternehmensgruppe.